Servus, Leute. Crane. Servus, Leute. Crane sucht nach einem Video. Und... Servus, Leute. Crane ist weg, ne? Eigentlich war heute eine Folge Kommentare geplant, jedoch ist etwas sehr Ungeplantes passiert, was halt meinen Plan so ein bisschen ausgeplant hat. Und zwar bin ich hingegangen, hab mir die Kommentare rausgesucht, schön ein paar Screenshots davon gemacht und wollte gerade anfangen zu drehen, als ich auf einmal feststellen musste, dass mein Feststelltaste aktiviert war und die Screenshots leider nicht abgespeichert worden sind. Dementsprechend hatte ich keinen Bock, meine verkackte Stunde, Alter, Kommentare rauszusuchen und denke, ich mache jetzt einfach heute ein Informationsvideo über die kommenden Tage, über das, was im Moment bei mir so abgeht. Jedenfalls habe ich jetzt gleich am Anfang eine Ultra-Mega-Ankündigung. Ja? Wenn ich Ultra-Mega-Ankündigung sage, dann ist das Ultra-Mega. Also haltet euch fest und passt auf. Und zwar habe ich mein eigenes fucking T-Shirt erstellt. Einmal hier schön mit dem wunderschönen Logo von Grain und dem Schriftzug. An der Seite einmal Like or Suicide. Und hinten steht auch noch was drauf, das könnt ihr selber lesen, wenn ich es jetzt nicht verkacke, so in die Kamera zu halten, dass man das sehen kann. So viel dazu, hat mich schlappe 45 Euro gekostet, aber ist auch eine Menge drauf bedruckt, also wenn ich immer mal selber was rausbringen sollte, würde das nicht so teuer werden, keine Sorge. Und da sind wir nämlich gerade schon beim Thema, ich arbeite gerade selber daran, ein bisschen Merch zu designen, den ich dann auch verkaufen würde, was ich weiß, mega schwachsinnig ist, aber ich würde es trotzdem tun. Der wäre dann günstiger, heißt nicht 45 Euro für ein T-Shirt, sondern vielleicht einfach mal, ja, 40. Ich meine, wir wollen echt human bleiben dann an der Stelle, ne? Falls ich den Shop, wenn das Video ja fertig ist, schon fertig habe, wird da verlinkt sein. Ansonsten, Leute, auch nochmal festhalten, sonst gibt es heute keinen Link in der Videobeschreibung. Mal gucken, was ich daraus editiere. Ein weiterer Punkt ist, die Gamescom klopft quasi an der Tür herein. Und ich hatte vor, da echt mal so ein paar Leute zu treffen, die so meine Videos schauen. Mit 500 Abonnenten, ich bin so geil, ich weiß. Und zwar bin ich donnerstags auf der Gamescom und jetzt könntet ihr, wenn ihr Lust drauf hättet, einfach mal selber in die Kommentare schreiben, wann ihr da seid. Also wenn ihr auch donnerstags da seid, dann könnten wir vielleicht mal so ein bisschen ins Gespräch kommen und gucken, dass wir uns da irgendwo treffen. Und was ich dann da machen würde, einfach mit euch so ein bisschen labern, vielleicht Autogramme geben, obwohl ich gar keine Unterschrift habe. Wäre sogar geil, dass ihr dann auch geile Crane-Shirts tragen würdet. Das mit der Zunge cutte ich am besten einfach raus. Noch was anderes, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Kanal momentan. Der Abo-Wachstum läuft gerade gar nicht. Werbeeinnahmen stimmen gerade so, also das ist jetzt echt optimal gerade im Moment. Immer schön fleißig auf die Werbebanner klicken, dankeschön. Was halt echt kritisch ist, die Kommentare lassen nach. Also es werden immer mehr Kommentare, aber immer niveauvoller. Leute, auf welchem Kanal sind wir hier bitte? Wollen wir hier Qualität? Nein, also mach doch einfach mal Scheiß-Kommentare. Geht nicht. Geht echt nicht. So. Und jetzt lass den Daumen ein Zeh nach oben da und tschüss. Ach ja, außerdem wurde ich mehrmals gefragt, wann ein neuer Pokémon-Teil rauskommt. Leute, chillt mal, als würde ich das am besten laufende Format einfach absetzen.